Wake up, Cole. Ja, ich wache auf. Wir werden uns dann von dann machen. Miss, vielen Dank für den nicht vorhandenen Kaffee von Ihnen, ja. Vielen, vielen Dank. Ja, willkommen wieder bei den deutschen VR-Gamern und auch bei L.A. Noir. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Gabriel wie der Engel. Aber allerdings ist bei ihm ein großer, großer, großer Haufen Aussagen und Beweise auf seinen Schultern. Sehr schwer sogar. Deshalb bin ich umso mehr gespannt, was wir herausfinden werden und ob wir was herausfinden werden, was er sagen wird dazu. Ja, und das werden wir zusammen jetzt erfahren. Ich würde sagen, bis gleich. Cole, you've got things to do. Ja, scheiß Kollege, halt's den Mund. Bis gleich. So, mal schauen, was der Gabriel da jetzt so alles das zu sagen wird, ne? Hand, geh weg. So, wir gehen wieder in unser schniekes Auto. Wake up, Cole. Was hast du eigentlich immer für ein Problem? Wake up, Cole, wake up, Cole. Wacke up, Cole. Was mit dir, ey? So, eine Anlaufstelle haben wir hier noch. Let's go. Handbremse lösen. Scheiße, der ist nicht gezündet hier. Komm schon. Scheiße, wir müssen unseren Wagen unbedingt zur Werkstatt bringen. Nimm die nächste rechts, wenn wir mal fahren wollen, Kollege. Alter, unser Auto ist kaputt. Ich schwör. Unser Auto. Ah, jetzt geht's. Okay. Mein kompliziertes Auto. Kollege, festhalten. Stadtarchiv. Oh, ist er nicht weit weg? Wow. Wow. Okay. Wo denn? Hier oder was? Hä? Im Tunnel? Ne, irgendwo oben. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ups. Okay, warte mal. Ah! Irgendwo hier oben, glaube ich. Hier. Achtung! Wow! So, hier glaube ich. Hier wird es sein. Aber damit er. Ich wollte gerade sagen, damit er Angst hat, jetzt mal noch Sirene einschalten. Delgados Wohnsitz. Ah! Hier wohnt er also. Eine Taube. Sehr verdächtig. Hallo, wissen Sie was? Was zur Hölle macht dieser Kerl, was? Warte mal, habt ihr was damit zu tun? Guten Tag. Alter, sind die Hand erstmal in seinen Mund stecken. Was ist hier los? Okay, egal. Nix geht hier on. Hey, Cole, let's get moving. Wenn ich was ausmache, geht hier gar nichts mehr on. Das ist einfach zu bescheuert, tut mir leid. Hä? Können wir hier einfach reingehen? Achso, das ist ein Treppenhaus. Ja, jetzt ist die Frage, wo wohnt der? Warte mal, hier muss da irgendwo was sein, wo wir sehen können, wo genau der wohnt. Wissen wir nicht. Das ist scheiße. Müssen wir jetzt alle Türen abklappern? Where you see a number 3 marked on that door? Kollege, woher soll ich wissen, dass es die Nummer 3 ist? Let's knock on Gabriel's door, see who's home. Woher weißt du, dass es die 3 ist? Habe ich da was verpasst? Ach doch, ja, hat er seinen Chef gesagt gehabt. Was? Was habt ihr? Habt ihr mich jetzt hier gerade angemacht? Ich bin Polizist, ne? Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Ich dachte, vielleicht kann man doch noch mit denen reden. Aber anscheinend ja nicht. Mach die Hose doch am besten noch bis dahin. Er ist Bauchredner. Krass. Wake up, Cole.
Er immer mit seinem Wake-up cool. Irgendwann ist ein Tatort in unserer Nähe, weil er denn da liegt, weil er mich genervt hat. Oh, warte mal, was haben wir denn hier? Hä? Mhm. Haben wir Briefe von ihm bei? Nee, das war auch was anderes. Warte mal. Sit hier noch? Da ist auch noch was? Here he is. Apartment 3. Ah. Siehst du, woher wusste mein Kollege vorher, dass es Apartment 3 ist? Ich hab's jetzt erst hier gesehen auf dem Brief. Oder hat der Chef das wirklich gesagt? Aber dann kannst du ja. Du hast ein echt gutes Gedächtnis. Du kannst dir gut was merken, Alter. Kollege, Respekt. Aber ist er. Der sagt er mir es einfach vor, ja, anstatt er mich mal nachgucken lässt, so. Okay. Cole. Mann. Ja, ist ja gut. So, Apartment 3 ist natürlich ein Stock höher, aber dann kann er wenigstens nicht wegrennen, falls was ist. Alter, was ist mit dir los? Wir gucken hier. Hey. Milch? Hauen wir weg, weil Milch ist Gift, ne? Verboten. So, jetzt gucken wir mal. So, mein Freund. Yes. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Policia, you understand? Yes, I understand. Could you come inside? Yeah. What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. Okay. So kurz gucken, mein Mikro. Nee, alles gut. Und ob die Aufnahme läuft noch? Ja, alles gut. So how far along are you, Anna? Genau, lenk sie mal ein bisschen ab. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? Warum haben diese Leute eine Zeitung aus übergroßer Pappe? He will be a good father. Already he works hard to provide for us. Unless you help us here, Anna, your little one won't be seeing Papa for a very long time. Eine Tasse. Ein Plattenspieler. Ach Mist, können wir nicht machen. Da draußen beobachtet uns jemand, Kollege. Komisch. So, dann schauen wir mal. Ach, was haben wir denn hier? Kann natürlich auch Zufall sein. Aber, was haben wir hier? Souvenirs are a dumb move. Das sieht ganz aus. Das sieht ganz aus. Das sieht ganz danach aus. Guck mal, wie fein die im Wind hier weht. Hui. Ah ja. Die argentinische Flagge, na dann ist ja schon mal hier jetzt alles klar, wa? Wissen wir schon mal, wie er aussieht. Frag doch nicht, warte doch einfach. Was haben wir hier? Achso, hier ist der Ausgang. Die bleibt schön zu, damit hier keiner abhauen kann, wenn hier noch doch noch jemand ist. Der Katze, Bücher. Braucht keiner. Bild, okay. Bücher. What do you want? Ich möchte hier alles durchsuchen. Ach, warte mal, wenn er weg ist, warum ist hier ein Hut? Oder hat er mehrere? Noch ein Bild.
Schlafzimmer. Küche. Ich hab mir sofort was aufgefallen, ne? Guck mal auf den Küchentisch. Da sind zwei Portionen. Also zwei für zwei gerichtet. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Sehr komisch, oder? Vielleicht hat sie auch einen imaginären Freund noch nebenbei am Laufen. Das darf aber ihr Freund natürlich nicht wissen. Mit dem sie vielleicht auch immer frühstückt, ne? Wir sind aber nicht mit Sirene gekommen. Also nicht mit Martinshorn. Also konnten die uns ja eigentlich nicht hören. Aber vielleicht beim Klopfen ist er irgendwie hier gleich rausgegangen. Speck, danke. Okay, wir gucken jetzt erstmal weiter oben, weil ich hier auch noch Beweise. Vielleicht finden wir noch mehr. Sowas wie die argentinische Flagge. Vielleicht versteckt er sich hinter der Tür. Weil er so schön schlank ist. So, warte mal, hier im Schlafzimmer. Ich hatte schon Schiss, dass der jetzt hier ist und auch kämpfen will. Und alle verlieren, weil sie vergessen, dass ich ein Straßenkämpfer bin. Und da ist noch eine Hütte. Da könnte er sich auch verstecken. Ein Anhänger. Was ist das hier? Eine Kugel oder was? Eine Patrone? Ich habe irgendwas rausgezaubert. Wie viel haben die davon? Vielleicht ist er hier rausgegangen. Ja, guck mal einer an, da ist noch eine Hütte. Wer bist du denn? Warum steht denn der da und beobachtet? Was haben wir hier hinten? Ach, warte mal, hier ist noch eine Tür. Was war das? Leute, ich glaube, wir sind auf einer Spur. Ich habe das Gefühl. Vielleicht hier drin? Okay, nee, hier ist er nicht drin. Ach, vielleicht hat er hier irgendwas gelagert. Ach, guck mal, das sind ganz saubere Reifen. Ganz saubere Reifen stehen da. Wie frisch geklaut. Yeah. Wieder eine Marke. Der hat hier so viele Schraubenschlüssel. Und der nimmt da einen von der Arbeit mit? Und benutzt den dafür? Willst du mich verarschen? Wie dumm kann man sein eigentlich? So, guck mal. Was haben wir hier? Looks like Valdez gets his wheel back. Gestohlene Räder. Aber warum? Was ist das Motiv? Das wissen wir noch nicht. Was das Motiv ist. Ach, warte mal, hier sind Nummernschilder. Diplomatic License. Das Kennzeichen. Ernsthaft. Wir haben ihn, Leute. Wir haben ihn zu 100%. Absolut. Da ist noch was. Hat er noch mehr geklaut hier? Krass. Aber wenn er auf einmal hinter dir stehen würde, ey. Voll Schocker.
ein bisschen laut. Alter, wie laut. Guck mal, Hinweise. Gestohlene Räder, Schraubenschlüssel, Notizbuch, gestohlene Kennzeichen haben wir auch gefunden. Die Flagge haben wir auch. Frühstücksteller. Ach, vielleicht müssen wir sie gleich befragen, deshalb. Okay, also der ist jetzt wirklich echt am Arsch. Kann ich nur sagen. Echt fett am Arsch. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Los geht's, weil wir haben hier diese, falls ihr die hört, diese Musik. Und wenn man was Falsches macht, dann wird die leise. Und wenn man immer richtiger drückt auf die Antworten, die man gibt oder sagt, sie lügt oder nicht, wenn es richtig ist, dann wird die immer lauter. Und immer so, nee. So. Motiv für Autodiebstahl, genau, warum? Warum? Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Aha. Okay, wir haben aber eigentlich keine Beweise mit für das Motiv. Aber ich mache einfach wieder als Test erstmal nochmal, um durchzugucken. He steals cars to support you and care for the baby. How can you say that? What makes you say that? Nee, ist schon falsch. Weil wir suchen ja das Motiv. Warum hat er es getan? Bringt ja nichts zu sagen, ja, er hat hier gestohlene Dinger. Wir wissen das Motiv nicht. It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Hätte gesagt, der hat ihn beleidigt. His honor, Anna? He said Dewey's friend tried to make a woman out of him. He no longer respects this man, Dewey. He took the car to show this maricón that he is a man. Nice, Leute, wir haben es richtig ausgewählt. Guter Cop. Also, dass sie die Wahrheit gesagt hat. Böser Cop bedeutet, dass sie lügt. So. Nice, ein Glück. Okay, interessant. Also der Typ hat zu ihm gesagt, der Kunde, wahrscheinlich also dem, mit dem wir davor geredet haben beim Verhör, hat wohl den irgendwie als Frau bezeichnet, ist gar kein richtiger Mann. Da hat er sich verletzt gefühlt, natürlich, in seiner Ehre, ist ja klar. Und wollte ihm zeigen, dass er ein Mann ist, indem er einfach das Auto klaut und die Reifen. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him for at least 3 nights. Was erzählst du mir eigentlich für einen absolut kompletten Stuss? Eben hast du doch noch die Wahrheit gesagt. Warum lügst du uns an? Warum? Alter Schwede. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. Genau. He lives here, but he hasn't come home. I swear it. Wie kann man so dreckig lügen? Wie kann man nur so dreckig lügen? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. Frühstücksteller, gedeckt für zwei. He was here last night. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Ja, verstehe ich ja, aber Sie müssen die Wahrheit sagen. Sie können nicht einfach rumlügen.
We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts, and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Sie weiß nichts von den Autoteilen. Also ich glaube ihr schon, ne? Dass sie da keine Ahnung hat eigentlich. Da müssen sie mit ihm reden. Sie hat keine Ahnung. Ich guck mal, was er sagt hier bei Beschuldigen, was er ihr anhängt. You're lying, Anna. I think you're a willing accomplice in these robberies. Nein. What proof do you have that I stole the cars? Ach so, obwohl man natürlich zutrauen kann, dass sie helfen würde. Ich weiß aber nicht, ob wir hier... Wir haben hier nichts. Was jetzt irgendwie sagen würde, sie hat mitgeholfen. Nee, ist Quatsch. It's like I made a mistake. Jetzt müssen wir entscheiden, guter Cop, sie hat die Wahrheit gesagt? Oder böser Cop, sie lügt. Hat sie was mit damit zu tun? Oder hat sie damit wirklich nichts zu tun? Ich meine, sie hat ein Baby. Was aber jetzt nicht bedeutet, dass sie jetzt deshalb jetzt sowas nicht tun würde, ja? Wenn sie ihren Mann so liebt und sagt, komm, ja, dem wischen wir wirklich eins aus. Es ist immer ein 50-50-Ding, was man sich überlegt und alles. Dadurch, dass ich aufnehme, habe ich noch so ein bisschen Druck, dass ich ja für euch nicht zu lange rumüberlege oder es versuche zumindest. Ich würde behaupten, sie sagt die Wahrheit. You want him home as much as we do, Anna. Tell us where we can find him. You pretend to be concerned for me. But you would take him straight from here to a cell. Gabriel wasn't at work. Where can we find him? He said he would never go back. Gabriel is out driving around in his car. Es war nämlich eben ein Zeichen, dass sie gelogen hatte. Jetzt, weil ich so sauer war, wollte ich bösen Kopf machen. Aber sie guckt gerade so betroffen, als wenn sie jetzt gerade wirklich die Wahrheit gesagt hat. Diesmal. Wir haben keinen Beweis, dass sie... Ach komm, wenn ich es verkacke, dann habe ich es halt verkackt, aber komm. Nein, das war gut. Where he is, I will try and bring him in. If we have to track him down ourselves, it could end very badly for him, Miss Rodriguez. He is out with his chivatos. Julian and Enrique. They race on the corner of First and Santa Fe. I have pleaded with Gabriel to stop, but he would not listen. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get them off the streets. Ja, ob sie jetzt da mit drin war und was gemacht hat, das ist natürlich eine andere Frage, ob sie mitgeholfen hat, aber sie hat ein Baby. Sie liebt ihren Mann über alles. Man könnte da auch ein bisschen hinwegsehen, ja? Wie jetzt hier als Cops. Unser Partner und wir... Aber das ist natürlich eine doofe Sache. Aber wir haben jetzt wieder beim letzten Mal hier, guter Kopf war wieder richtig einfühlsam. Sie hat dann auch die Adresse rausgerückt, hat die Wahrheit gesagt. Wir haben es doch wieder hingebogen. Ich habe jedes Mal immer Schiss. Und gerade auch, weil ihr ja auch alle zuschaut, ja. Und wir gehen das Ding alles zusammen durch hier. Und dann hat man immer Schiss und denkt, scheiße, hier, ich mache hier vielleicht alles falsch gerade. Aber wir reißen es doch immer wieder rum. Cool, let's get moving. Ich glaube, die in dieser VR-Welt fragen sich auch gerade, was macht der da? Was mit wem reden der? Und zwar... Ja, aber wir haben es trotzdem... Wir reißen bisher doch immer ganz gut noch alles rum und kriegen alles trotzdem noch raus. Oh Mann, oh Mann. Ja, wir wissen jetzt nun,
von seiner Frau, wo er ist. Und wie wir ihr es auch schon gesagt haben, es würde schlimmer ausgehen für ihn, wenn wir ihn selbst finden. Aber sobald wir Tipps kriegen und alles, können wir vielleicht noch ein gutes Wort für ihn einlegen. Und dass die Strafe vielleicht auch nicht zu hart ausgehen wird. Da könnten wir vielleicht was draus machen. Und ja, das werden wir sehen. Wir werden jetzt da hinfahren dann in der nächsten Folge, Freunde. Es wird jetzt natürlich immer spannender, aber die Zeit, wisst ihr, die Zeit ist natürlich immer ein kleiner Feind. Wake up, Cole. Ja, ich wache auf. Wir werden uns dann von dann machen. Liz, vielen Dank für den nicht vorhandenen Kaffee von ihm, ja. Vielen, vielen Dank. Und ich danke auch euch fürs Zuschauen, Freunde. Lasst gerne... Ideas? Nein, scheiße. Ja, bla bla bla. Lasst gerne immer auch ein Like da, wenn euch die Videos gefallen. Und ein Abo und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Das wäre sehr lieb von euch. Und ja, in der nächsten Folge halten wir den Gabriel auf. Gabriel. Und die machen anscheinend irgendwie Rennen, was sowieso absoluter Schwachsinn jetzt ist. Warum fahrt ihr ein Rennen jetzt? Gerade wenn er so verdächtig wird. Aber gut. Dann werden wir ihn uns schnappen. Und er wird probieren, Ausreden zu finden. Wir haben aber einen Haufen Beweise. Erdrückende Beweise. Er hat verkackt. Gut. Bis nächste Mal, Freunde. Seid gerne wieder dabei. Und haut rein. Ciao.